Und auf die Blanken, ihr möchte gern Piraten. Ja, was für eine innovative Begrüßung wir doch heute wieder haben. Wir sind am gleichen Punkt wie im letzten Part, nämlich wieder in diesem Hüttchen mit den Knöchchen und der Notiz und dem Bananenpflücker und was weiß ich was. Und wir gehen wieder zu dem Loch, um dann wieder draußen zu landen. Was wir immer noch machen müssen, ist den Kannibalen was geben. Und das mache ich jetzt alles hier im alten Modus, weil im neuen ist das unglaublich umständlich. Und so sieht das Ganze auch ein bisschen mehr retro aus und ich kann mich hier so als kleiner Retro-Gamer outen. Und die Musik ist ja mal unglaublich toll und so. Ja, und jetzt sollten die Kannibalen hier eben im rechten Bild auftauchen. Uga, uga. Oh ne, jetzt muss ich das auf Englisch vorlesen. Nein, das mache ich nicht. Mein Englisch ist doch so dermaßen schlecht. I told you we should eat him. Okay, welcome to Let's Play Monkey Island in English, my German friends. Nein, das machen wir mal besser nicht. Don't eat me, I'm a mighty pirate. Ich dachte nie, dass ich wirklich mal Englisch Let's Playen werde. Mit Deutsch dazwischen. Wir spielen ab sofort in Denglisch. Genau, das wäre doch mal eine tolle Sache. Dialoge immer auf Englisch und so ein paar Kommentare und der Rest dann auf Deutsch. So, allerdings, was wir eigentlich schon machen wollte. Toller Akzent hier. Das hier wollten wir denen geben und das hätten wir erledigt. Hey, wow! Das ist eindrucksvoll. Das ist alter Schunder. Lemonhead. Ach, das ist Lemonhead, okay. Sieh dir das mal an. Oh, das ist nett. Und hier steht sogar Made by Lemonhead. Wie bei einem von meinen. Okay, ich glaube, der Typ ist ein bisschen beschränkt. Wir sollten dies dem großen Affen opfern. Affen opfern natürlich. Ja, da stimme ich zu. Wir sind dir sehr dankbar für dieses wertvolle Geschenk, das ich auch für 2 Euro in jeglichen Billigläden bekommen hätte. Wenn du jemals etwas auf Monkey Island Unregistered Trademark brauchst, dann komm zu uns. Fieser Versprecher, das heißt natürlich Unregistered Trademark und nicht Trademark. So. Ja, das hätten wir geregelt und die Hüttentür ist jetzt offen. Welche meint ihr denn? Achso, stimmt. Wir müssen den Bananenpflücker nach draußen tragen. Nimm Bananenpflücker, das geht wenigstens mit diesem System noch halbwegs. Also langsam könnte ich mich echt über die Bedienung von Monkey Island aufregen. Und den Bananenpflücker mussten wir Herman Toothwood geben. Ja, wo ist denn der denn? Hilfetast... Ach, was ist zum Henker? Achso, der unterhält sich gerade schon mit diesen netten Leuten. Aber geben sie ihn mir? Ja, wir geben dir den Bananenpflücker. Und zwar wir und nicht die und was weiß ich was. Und diesmal ein bisschen schneller. Bitteschön. Meinst du nicht aus, dich durch Köpfig? Oh, danke schön. Ich dachte, den will ich nie wiedersehen. Wo du gerade dabei bist, bring den Eingeborenen doch den Schlüssel zum Affenkopf vorbei. Nein, den brauchen wir, denn jetzt geht es unserem lieben Geisterpiraten so ein bisschen an den Kragen. Und ich habe mal wieder meine Faustbewegung gemacht, die ich jetzt auch mal zum Hirn bringe. So geht's jetzt dem an den Kragen. Irgendwie knallhart ins Gesicht gehauen. Nein, das war Faust in Faust, diese harte Pose, die man so macht als harter Mensch. Ich kann den Affenkopf öffnen und der Affenkopfschlüssel ist im Übrigen Wattestäbchen, das weiß ich glaube ich noch. Ab in unser wunderschönes Bötlein mit 80 Wattmotor, genau, mit Wattmotor. 80 PS, wenn dann, aber sicherlich nicht Watt. An diesen wunderschönen Strand hier. Wieso paddelt er jetzt schneller? Jetzt mal ganz im Ernst, ihr habt das im letzten Part gesehen. Das war ein Tempo, das glich wirklich der Verschiebung der Erdkontinente, so schnell war das, ja? Ganz im Ernst. Und jetzt zieht er hier davon wie sonst was. Vielleicht lag es an der Uhrzeit. Wir nehmen ja jetzt gerade eben ein bisschen früher auf als sonst immer. Ich glaube, wir haben sowas um die, 20 vor 7, also von dem her ist es wirklich ein bisschen früher. Und da begrüßt uns mal wieder der alte Guybrush als Ladebalken. Und diesmal so extrem lang, dass ich mir Sorgen mache, was gerade eben im Hintergrund meines PCs so abgehen muss. Ich habe doch gar keine andere Seiten noch offen, ne? Deswegen kann das ja gar nicht sein. Affenkopf. Oh mein Gott, das wird ein richtig epischer Part mit ganz viel Fortschritt hier. Hier haben wir das Waschenstäbchen und Was für Versprechen? Waschenstäbchen, genau, das Wattestäbchen. In riesiger Affenkopf. Das, achso, nicht Gieb, sondern einfach benutze. Ja, ich bin so an dieses Gieb gewöhnt inzwischen, dass ich einfach mal Gieb drücke, anstatt benutze. Bin interessiert. Doch, das klappt so. Achso, ich muss da noch ein bisschen näher ran, okay. Ja, hier in das Affenohr muss das rein, damit ich muss in die Nahansicht, jetzt wollte ich das so vorher machen. Und dann muss ich diesen Affenkopfschlüssel in riesiges Affenohr. Schieb ihn rein, Guybrush, er ist lang und heiß. Oh, diese Geräusche, das ist ja wirklich ekelhaft. Schrecklich, schrecklich. Aber wir gehen einfach mal rein. Wir zögern hier gar nicht lange mit irgendwas rum. Endlich geht hier mal die Action ab in Monkey Island. Ich glaube, aber jetzt wird das richtig interessant und es sieht auch immer böser aus. Und so sah es früher aus. Auch sehr cool. Sogar mit bewegender Lava. Woher wusste ich nur, dass es in der Höhle Pilze geben würde? Ja, weil das irgendwie immer so ist. Und hier muss es eigentlich ganz schön heiß sein. Das heißt, mach doch mal dein Hemd auf, lieber Guybrush. Für die weiblichen Zuschauerinnen
Für die weiblichen Zuschauerinnen ist es natürlich logisch, das ist eine Doppelung. Also für die weiblichen Zuschauer ist das bestimmt eine tolle Sache. Weil ganz so hässlich siehst du ja nicht aus, ne? Und es sind Totenköpfe, sieht das nicht toll aus? Und die gab's früher, oh, das sah damals aber... Also ich fand den alten Stil eine Ecke erwachsener als den neuen. Muss ich schon mal so dazu sagen. Und wieder hier laufen muss, dass er nicht runterfällt. Ich hätte hier wirklich ein bisschen mehr Angst als der gute Möchtegern-Pirat hier. Aber es entsteht wirklich Hitze. Mir wird ganz heiß in meinem Zimmer. Vielleicht sollte ich die Heizung ausschalten. Oder mich ausziehen. Eins und... egal. Ach nein, es ist jetzt irgend so ein tolles Spiel. Ich will nicht. Hilfetaste, du kannst mich auch durch die Höhle bringen. Toll. Das heißt, wir können noch gar nicht in die Höhle, weil wir natürlich wieder irgendeinen dummen Führer brauchen, der uns erklärt, wo wir hin müssen. Weil, wieso soll... Untersuche große Nase. Warum liegt hier eine Nase rum? Sieht aus, als hätte sie extrem schnupfen, aber egal. Und wir können wieder zurück zu den Kannibalen. Was heißt, wir können wieder mit dem Schiff fahren. Was heißt, hier ist ein Herz. Was heißt, wir können ganz viele tolle Sachen machen, die ihr natürlich alle auch wollt. Und hier sind Köpfe und was weiß ich, war das alles vorher auch schon da? Das habe ich doch nicht übersehen, oder? Bin ich so dumm? Bin ich so dumm? Ich weiß es nicht. Ist gut möglich. Kommen wir hier jetzt nicht mehr raus? Och, bitte nicht. Das wäre ja wirklich mal... Nein. Och, komm schon. Stellt euch jetzt ernst mal vor, ich finde den verdammten Weg hier nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Was ist denn das jetzt bitte für eine tolle Partie? Ich meine, was zum Henker? Warum? Warum lässt man den Spieler so in eine gemeine Falle reinlaufen von irgendwelchen Händen und ah, hier müssen wir hin. Ich glaube, das ist halbwegs richtig. Oder auch nicht. Ich glaube nicht. Ah, gut, wir sind... Gott sei Dank sind wir wieder beim Ausgang angelangt. Das wäre wirklich nicht allzu lustig gewesen. Woher wissen eigentlich die Kannibalen, wie es hier durchgeht? Ich dachte eigentlich, die Kannibalen dürfen hier nicht rein, sondern das Ganze nur anbeten. Und vor allem, wie pervers ist das eigentlich? Ich meine, wir befinden uns in einem Affenkopf, wo dann irgendwelche Augen und anderen Köpfe und andere Gedärme rumschweben und was weiß ich was. Ich meine, das Spiel ist, soweit ich weiß, nicht ab 18 Jahren freigegeben oder sowas, sondern das ist schon ein bisschen weiter unten drunter. Genau Aussagen möchte ich jetzt nicht treffen, weil ich die genauen Informationen nicht im Kopf habe, weil ich mich nicht informiere und blöd bin und all so Gedöns, ne? Guybrush, kannst du... Ich will eine Rennfunktion in diesem Spiel, ja? Einfach nur Shift drücken und dann rast er mir da durchs Bild, als hätte ihn gerade eben ein paar Hummeln in den Popo gestochen. Das fände ich mal positiv. Auf zurück zu den Kannibalen in unserem wunderschönen Motor... Ach, ich wünschte, es wäre ein Motorboot. Ehrlich. Ich wünsche mir ehrlich, dass es ein Motorboot wäre. Also inzwischen sind meine Versprecher echt so... Ja, daraus kann man schon beinahe ein ganzes Buch schreiben. Und natürlich ist er jetzt wieder in Geschwindigkeiten, die... Keine Ahnung, wo stecken, also wirklich... Guybrush, mach mal einen Ruderkurs. Jetzt, ohne Witz. Und wir wollen dahin, also gehen wir nochmal an den Strand, wo wir natürlich auch nochmal in diesen Modus müssen, anstatt dass wir gleich auf die Weltkarte gehen, weil das wäre ja auch völlig unkomfortabel. Ab ins Dorf, die Kannibalen überreden, die mitnehmen und dann schnellstens ab in die Höhle. Bist du gekommen, damit wir dich für dein Geschenk belohnen können? Ja, esst mich. Ja, natürlich. Also da wäre eine Kleinigkeit. Nichts Großes. Sag uns, was darf sein? Könnt ihr Jungs ein Schiff sehen? Nein, das meine ich eigentlich nicht. Ich suche jemanden und der ist in einem riesengroßen, perversen Affenkopf. Ja. Auf Monkey Island Unregistered Trademark? Wir sind die einzigen Menschen, die auf Monkey Island Unregistered Trademark leben. Nun, die einzigen zivilisierten Menschen. Wenn ihr zivilisiert seid, fresse ich gleich einen Apfel. Ich suche 30 tote Kerle und eine schöne Frau. Ich würde die schöne Frau nehmen. Davon will ich lieber nichts mehr hören. Warte, vielleicht meint er diese toten Piraten. Ach ja, die Kerle. Ich habe irgendwie die Stimmen für die Leute verlernt. Dann habt ihr den Kaiserpiraten LeChuck und seine Leichenbande gesehen. Den Kaiserpiraten mit K. Diese Idioten belästigen uns seit Monaten. Zwischen hin und her mit diesem seltsamen Geisterschiff. Heulen und jaulen bis in den frühen Morgen. Und verjagen uns so die ganzen Kreuzfahrtschiffe. Normalerweise würden wir bei Problemen mit Untoten... Macht ein bisschen schneller, Leute. Einfach unseren Spezialtrank brauen und das war's. Okay, gib mir den Trank und ich vernichte LeChuck. Weil wir sind hart. Das können wir nicht. Warum nicht? Nun, ein Bestandteil dieses Tranks ist eine sehr seltene Wurzel. So selten, dass es nur eine einzige gibt. Wir benutzen jedes Mal nur ein ganz klein wenig. Aber LeChuck hat die Wurzel geklaut. Wo versteckt er sie? Ich schnappe die Wurzeln und dann renne ich damit einfach mal durch die Gegend. Er ist an einem Ort tief unter der Insel. Irgendwo in einem Labyrinth von Katakomben.
Ein Vorhof der Hölle, gefüllt mit den Überresten armer Seelen, die für immer im Stein gefangen sind. Wo die Wände bluten und die Luft vom Gestank des Bösen erfüllt ist. Die Lache bringe ich irgendwie immer öfter, egal. Touristen haben stundenlang angestanden, um da reinzugucken. Okay, okay, okay. Ja, klingt stark, darf ich es mir ansehen. Ich möchte das Gespräch möglichst schnell irgendwie rumbekommen. Ich will ein bisschen mehr Action hier. Er wurde gestohlen. Ja, den Schlüssel habe ich, verdammt. Nun, wir haben den Schiffbrüchling geliehen, der sich auf der Insel herumschlägt. Und solange der alte Kerl ohne Hosen uns sie nicht wiedergibt, behalten wir seinen Bananenpflücker. Leute, das ist schon längst alles geklärt. Das checkt ihr schon, oder? Ich ziehe los, LeChuck finden und die Wurzel holen. Aber ihr könnt mir auch eigentlich mal dabei helfen. So einfach ist das nicht. LeChuck zu suchen könnte sehr gefährlich werden. Wir wissen doch bereits, wo er ist, Leute. Du findest niemals deinen Weg durch die Katapumpen ohne den... Stopp! Aski ikno oma opfa isti avigatone re de 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 de. Sau geil. Kann ja mal jemand einen Remix draus machen? Nein, besser nicht. Api iro inne akarateki erdi atakokomenko. Ich könnte jetzt auch gerade eben über sonst was reden. Über... Egal was, ich wüsste es nicht. Wir könnten ihm erzählen, was der Kopf macht. Nun, er ist ein Navigationsinstrument. Es ist ein Kopf. Es war mal ein Navigator dran. Wir halten ihn durch Magie am Leben, sodass wir immer auf seinen Ortsein zurückgreifen können. Toll, Leute. Ohne ihn durch die Katapumpen zu kommen, ist unmöglich. Aber wir haben nur einen und den verleihen wir nicht. Ich fürchte, wir können dir nichts anbieten. Leute, ich habe euch so ein unglaublich schönes Jahr. Obwohl du uns wirklich dieses schöne Idol gegeben hast. Aber du kannst jederzeit den großen Affen besuchen und dein Idol bewundern. Also, Lemonhead, was wolltest du gerade über Olivenöl sagen? Nun. Was zum Henker? Okay, wir werden im nächsten Part klären, was diese Eingeborenen eigentlich von uns wollen, beziehungsweise was wir bekommen und die Hilfe, dass sie sagt. Ja. Hast du etwas dabei, das den Kannibalen verraten können? Vielleicht helfen dir eine Merkplatte und was weiß ich was. Also das werden wir alles im nächsten Part machen. Wir speichern und sind inzwischen bei 68%. Das heißt, Monkey Island wird nicht mehr so lange gehen. Vielleicht haben wir es ja in 2 Wochen durch oder in 3 oder sonst wann. Ich weiß es nicht. Jedenfalls bis zur nächsten Woche beim Monkey Island Inseltagebuch.